Liebe Stadtwerkerinnen und Stadtwerker, es ist nicht leicht, ein Energieversorger zu sein. Das haben uns allen die jüngsten Ereignisse nur allzu sehr bewusst gemacht. Die Lage an den Energiemärkten, der Krieg in der Ukraine, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und viele Unsicherheiten erschweren die Arbeit enorm. Aber diesen Herausforderungen begegnen Sie nicht alleine. Wir stellen uns ihnen gemeinsam entgegen. Im ASEF-Netzwerk hat jedes Unternehmen direkten Zugang zu dem gesammelten Wissen und den Erfahrungen von mittlerweile 321 Stadtwerken. Wir teilen unsere Lösungen, Best-Practice-Erfahrungen und Konzepte miteinander. Und wir bewahren einander so zum Beispiel vor wirtschaftlichen Fehltritten. Denn wir alle stehen vor ähnlichen Herausforderungen und können nur voneinander profitieren. Im aktuellen Jahresbericht zeigen wir Ihnen exemplarisch und ganz konkret, wie die ASEF Stadtwerke im letzten Jahr unterstützt hat. Unsere im Januar gegründete Stadtwerke-Initiative Klimaschutz zählt mittlerweile 50 Mitglieder. Bisher trafen sich 364 Stadtwerke, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehreren Arbeitstreffen, um gemeinsam den Klimaschutz voranzubringen. Die ASEF plant und organisiert thematische Termine, unterstützt den Austausch zwischen Kommune und Stadtwerk und bietet Hilfestellung bei der Erfüllung der Kriterien der Initiative. Dazu gehört zum Beispiel die Erstellung einer Treibhausgasbilanz als Basis für weitere Dekarbonisierungsmaßnahmen. Stetige Weiterbildung ist elementar für die Zukunftssicherheit. Die Kompetenz aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist das große Potenzial eines Stadtwerks. 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten im letzten Jahr unsere Veranstaltungen. Das Wachstum von fast 60% freut uns sehr. Arbeitskreise, Projektgemeinschaften und Erfahrungsaustausche sind bereits seit unserer Gründung 1989 Kern unserer Netzwerkarbeit. In Arbeitstreffen zu Themen wie Klimaschutz, Photovoltaik und Energiebeschaffung haben wir mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stadtwerken zum praxisorientierten Austausch zusammengebracht. Wärme- und Energieeffizienz waren und sind aktuelle Fokusthemen für Stadtwerke und damit auch für die Arbeit der ASEF zentral. Etwa 850 Gesprächstermine, mehr als 130 Workshops und ein Dutzend Inhouse-Schulungen fanden im letzten Jahr statt, um diese und weitere Themen voranzubringen. Alle diese Informationen und noch viel mehr haben wir für Sie in unserem Jahresbericht aufbereitet. Den Bericht können Sie unter diesem Video herunterladen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für das verbleibende Jahr. Ihre Daniela Walikewicz.